From 9 to 5 auf einem Bürostuhl sitzen, das ist nicht mein Ding. Mein Rhythmus ist die Unabhängigkeit. Deshalb liebe ich den Job als Berater. Manchmal arbeite ich auch von mir zu Hause, in Mopshausen aus unserem Gartenpavillon. Oft sitze ich schon früh morgens oder auch spät nachts an den Themen und tüftel und feile an den IT-Strategien für meine Kunden. Ruhe und Konzentration beim Arbeiten sind für mich eng mit einer entspannten Umgebung verbunden. Viele gute Ideen kommen mir, wenn ich an meinem Oldtimer rumschraube. Bei der Reparatur alter Autos gelten für mich die gleichen Prinzipien wie bei meinen Kundenprojekten. Ich muss strukturiert rangehen, sehen, wie die Komponenten zusammenspielen, schauen, wo der Fehler im System liegen könnte. Und dann muss ich eine passende Lösung finden. Ganz klar, ich bin ein Macher. Gerade bauen wir unser Haus um. Die handwerklichen Arbeiten, Schmutz, Staub und alles, was dazugehört, das brauche ich einfach, um mich danach wieder voll und ganz auf meinen Job, die Themen und die Herausforderungen konzentrieren zu können. Klar, Termine sind Termine und meine Tage beim Kunden können echt ganz schön anstrengend sein. Aber dazwischen habe ich einen großen Gestaltungsfreiraum. Mit Internet und Telefon kann ich meine Projekte fast von überall auf der Welt bearbeiten. Und das ist verdammt viel wert für mich. Auch wenn ich gerne mal nachts arbeite, bin ich für meine Kollegen und mein Team quasi immer erreichbar. Und sie auch für mich. Und wenn es beim Kunden mal brennt oder knallt, bin ich schnell am Rechner und greife remote auf deren Systeme zu und suche nach einer Lösung. Das wissen und schätzen meine Kunden. Verlässlichkeit gehört bei uns einfach dazu. Bei All for One Steeb stehen Unternehmenswerte nicht nur auf dem Papier. Der Team Spirit ist echt, nicht aufgesetzt und das mag ich. Meine Freiräume, mein Job, meine Musik, meine Frau, das passt schon alles richtig gut zusammen. Ich bin Stefan, Technologie-Beratungsleiter bei All for One Steeb. Hier bin ich zu Hause, weil ich hier mein Leben leben kann.